Sie sind gerade erst geboren, doch ihr Leben hängt schon jetzt an einer Maschine. In einer Kinderklinik in Lviv bin ich mit Ärztin Olena verabredet. Den Namen des Krankenhauses dürfen wir nicht nennen, aus Angst vor Angriffen der Russen. Aus allen Landesteilen bringen Helfer gerade versehrte Kinder aus den Kriegsstätten in den Westen der Ukraine. Wir haben einen Jungen, der mit ansehen musste, wie seine Mutter stirbt. Er ist selbst angeschossen worden, genauso wie sein Vater. Das ist ein besonders hartes Schicksal. Der Junge ist jetzt in psychologischer Behandlung. Die Klinik ist gut ausgestattet, erzählt mir Olena. Medikamente, davon können wir uns ein Bild machen, stapeln sich zum Teil sogar auf dem Flur. Als Vorbereitung für den großen Ansturm. Nur noch ein Drittel der kleinen Kinder, die jetzt hier behandelt werden, stammt tatsächlich aus der Stadt. Zwei Drittel der Kinder stammen aus den Kriegsgebieten. Die Klinik, erfahre ich, plant schon jetzt für den Fall, dass hier bald mehr Patienten versorgt werden müssen, als es Ärzte leisten können. Die Ärzte haben mir gesagt, dass schon Notfallpläne in der Tasche liegen für den Fall, dass der Krieg schlimmer wird und mehr Kinder herkommen. Dann werden die Kinder mit schweren Verletzungen zuerst behandelt und die mit leichten womöglich erst viel später. Ein Schreckensszenario, was Ärztin Olena in ihrer 20-jährigen Berufslaufbahn noch nicht erleben musste und vor dem ihr jetzt graut. Es macht mir Angst, darüber nachzudenken. Wir machen alles, was wir können, um gut vorbereitet zu sein, damit diese Situation nicht eintritt. Wir lernen jeden Tag dazu, um noch besser gerüstet zu sein und um das verhindern zu können. Ihre Kraft gilt Patienten wie dem 17-jährigen Viva, der aus Donetsk geflohen ist. Was er dort mit ansehen musste, hat er bis jetzt noch nicht verarbeitet. Ich wurde nicht selbst angeschossen, aber seit ich die Schüsse in der Stadt gesehen habe, bin ich ständig nervös, habe Probleme mit meinem Magen. Damit das Personal in Lviv mehr Zeit für Patienten wie Viva hat, pendeln Jonathan Finke und seine Freunde aus Frankfurt an der Oder gerade alle zwei Tage in die Ukraine. Also wir haben gerade zwei Kinder hier aus dem Kinderkrankenhaus aufgenommen. Das sind mittlerweile das 10., 12. Kind, was wir hier aus den Krankenhäusern rausfahren und nach Deutschland in deutsche Kliniken zur Weiterbehandlung bringen. Nach Cottbus oder Berlin. Eine Entlastung, damit das System nicht zusammenbricht und die Ärzte in Lviv keine Kinder ablehnen müssen, die eine Behandlung dringend nötig hätten.